Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier im Zweiten Weltkrieg in der dritten Runde der Multiplayer-Partie gegen den Hobby-General. Und wie immer geht es los mit seinem Zug und mit der spannenden Frage, ob Warschau in dieser Runde fällt. Ich vermute es, aber wir werden es sehen. Okay, aber erstmal sehen wir einen strategischen Rat und gar nicht seinen Zug. Okay, verwirrt mich etwas. Die Bedeutung des britischen Expeditionskorps für die französische Moral. Um die Moral der Franzosen für den Fall einer deutschen Invasion zu stärken, sollten wir mindestens 2 Einheiten in Frankreich haben. Besser wären 5 oder mehr, falls das möglich sein sollte. Sehe ehrlich gesagt nicht, wie das möglich ist, aber schauen wir mal. Setzen Sie die Einheiten ein, um Paris, Nordostfrankreich und die Maginot-Linie zu verteidigen. Falls wir das nicht tun und die Deutschen marschieren in Frankreich ein, wird die Moral der Franzosen schnell abnehmen, was zu einer frühzeitigen Kapitulation führen könnte. Die Franzosen verlassen sich auf unsere Hilfe, wie auch schon 1914. Lassen wir sie nicht im Stich. Ein Geheimbericht oder ein Geheimratschlag. Und wir bekommen den sowjetischen Stavka-Bericht. Die Truppenverteilung der Roten Armee in einem möglichen künftigen Konflikt. Marschall Stalin und das Stavka, das ist glaube ich das militärische Hauptquartier, haben für den Fall, dass wir angegriffen werden, angeordnet, dass unsere Truppen an den folgenden Positionen aufgestellt werden. Alle Land- und Lufteinheiten werden eine Stärke von 7 aufweisen, Seeeinheiten eine Stärke von 10. Und wir sehen jetzt, was jeweils wir zu erwarten haben. Wir haben in Leningrad einen Befehlshaber, ein Schützenkorps und Schiffe. Wir haben im Baltikum ein Schützenkorps, ein mechanisiertes Korps. Wir haben an der Westfront in Bialystok einen Befehlshaber, 2 Schützenkorps, 2 mechanisierte Korps. An der Südwestfront in Wurf, 2 Schützenkorps, 2 mechanisierte und Flugzeuge entsprechend. Zusätzlich leichte Panzereinheiten bei Minsk, Schytomyr und Ostrow und Schützenkorps bei Moskau, Stalingrad und Rostow. Das heißt also aber keine Armeen. Okay. Hui. Nun gut. Und die nächste Entscheidung, die wir treffen müssen. Französischer Ministerpräsident Edouard Daladier. Die Kommunistische Partei Frankreichs hat den Krieg als eine Auseinandersetzung zwischen kapitalistisch-imperialistischen Staaten bezeichnet und gefordert, dass wir uns mit Hitler einigen. Wenn wir nicht aufpassen, wird der Einfluss der Kommunisten in der Armee wachsen. Dies würde zu Unzufriedenheit und Unruhe führen, was wiederum die Effizienz unserer Truppe verringern würde. Aus diesem Grund sollten wir entscheiden, gegen diese Partei vorzugehen, indem wir sie verbieten und ihre Aktivisten verhaften. Wenn wir das tun, verhindern wir Unzufriedenheit in der Armee und erhöhen unsere nationale Moral um 1000 Punkte. Die UdSSR würde dies natürlich als einen feindseligen Akt einstufen und 3% bis 5% weniger in unsere Richtung tendieren. Ja. Also da sinkt deine Kriegsbereitschaft erstmal wieder. Wollen Sie die Kommunistische Partei Frankreichs verbieten und ihre Aktivisten verhaften lassen? Die Kommunistische Partei Frankreichs wurde durch den Molotow-Ribbentrop-Pakt im August 1939 stark geschwächt, da viele Aktivisten nicht verstehen konnten, wie die UdSSR gemeinsame Sache mit dem Deutschen Reich machen konnte. Die französische Regierung nutzte diese Situation und fasste den Entschluss, die Kommunistische Partei Frankreichs zu verbieten, um die Vorbereitung von subversivem Antikriegspropaganda zu verhindern. Wenn sie hier Ja sagen, könnte Frankreich etwas länger durchhalten. Allerdings wird damit auch der Eintritt der UdSSR in den Krieg leicht verzögert. Ich denke, ich werde trotzdem Ja sagen. Länger durchhalten ist wirklich, wirklich wichtig, mit Blick auf Sea Lion, mit Blick auf die große Angst, die wir als Briten haben, dass die Deutschen tatsächlich landen werden. Also, sagen wir ja. So, die nächste Entscheidung, Hauptquartier der Roten Armee. Um die Anfälligkeit von Leningrad gegen einen Angriff aus dem Norden zu mindern und zugleich die finnische Armee zu schwächen, sollten wir Finnland zwingen, einige Gebiete an uns abzutreten. Wir können die Kontrolle über die karelische Landenge, das Gebiet im Norden von Leningrad sowie über den Hafen von Hanko im Westen von Helsinki fordern. Wollen Sie Finnland zwingen, die karelische Landenge und Hanko an uns abzutreten?
Diese Aktion würde zwar unsere Beziehung zu den Alliierten und zu Schweden etwas verschlechtern, aber sie würde uns nichts kosten. Falls wir Erfolg haben sollten, würden die Gebiete ab Anfang 1940 unter unserer Kontrolle stehen. Das Einzige, was uns dabei einen Strich durch die Rechnung machen könnte, wären anglo-französische Expeditionstruppen, die rechtzeitig eintreffen, um die Finnen zu unterstützen. Wenn sie Ja sagen und wenn sich die Finnen später den Achsenmächten anschließen, werden einige ihrer Truppen statt mit voller Stärke nur mit halber Stärke beginnen. Dafür jedoch mit einem ganzen Erfahrungspunkt statt nur mit einem halben. Wir werden zudem zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit haben, die Rote Armee im Hinblick auf Kriegsführung im Winter vorzubereiten. Und wenn sie jetzt Ja sagen, werden die Erfahrungen, die wir im Kampf gegen die Finnen sammeln, die Kosten für diese spätere Vorbereitung senken. Puh, Gott, schwierige Entscheidung. Da können wir uns mal die Karte angucken. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie jetzt uns, also hier ist die Grenze, also wie uns das helfen sollte, die Verteidigung gegen die Deutschen zu sichern, außer natürlich Finnland tritt der Achse bei, dann wäre es eine Sicherung. Hanko ist hier. Ja, schwierige Frage. Wir kehren mal zurück. Ich denke, auch hier werde ich Ja sagen, in der Hoffnung, dass wir diese Erfahrung im Winterkrieg später nutzen können. Das ist für mich hier vielleicht das wichtigste Argument. So, jetzt haben wir Pioniere, sehr schön, die wir zum Einsatz bringen können. Aber wo ist denn der Gegnerzug, Leute? Okay. Das ist ein bisschen skurril. Es scheint so zu sein, das ist jetzt wirklich merkwürdig gelaufen. Es scheint so zu sein, als würde Polen gefallen sein. Das überrascht mich jetzt etwas. Na gut. Okay, das heißt volle Konzentration jetzt hier auf die Westfront. Aufbau entsprechend unseres Planes. Wobei ich glaube, ich vielleicht sogar noch konsequenter das machen werde. Und wirklich alle Armeen hier abziehen werde von der Maginot-Front. Das Problem ist, von der Maginot-Linie. Das Problem ist, das ist ziemlicher Aufwand, dieses Hin und Her. Ich hoffe, wir kriegen das hin und er macht keine Offensive im Herbst. Das ist der große Punkt. Okay, ich mache mal wieder eine Denkpause und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, starten wir mal mit den Briten. Bei den Briten ist es so, dass das Expeditionskorps oder die Expeditionsarmee jetzt hier angekommen ist in Rouen. Die große Frage ist, wo setzen wir sie nachher ein, wenn es losgeht? Es gibt meines Erachtens zwei Möglichkeiten. Entweder auf der Linie hier Amiens-Reims hinter dem Fluss, hinter der Somme, oder deutlich offensiver hier Ypern und Lille und an der Schelde hier. Das Problem, ja gut, also man kann es natürlich hier machen und dann in einem zweiten Schritt hier zurückweichen und sich dann über Le Havre verpieseln. Oder wenn man hier steht und sagt, es ist sowieso aussichtsreich, kann man es dann über Calais versuchen, schnell abzuhauen. Ja, das, was hier gut, also ich meine, hier ist die Position interessanter, weil wir hier drei Flussfelder haben. Das ist schon mal eine gute Sache. Hier haben wir allerdings auch zwei Städte, was mindestens genauso viel wert ist. Die Schwachstelle ist hier dieser, ja, dieser Bereich ohne Fluss hier, zwischen diesem und diesem Feld. Ne? Ja, und jetzt, da müssten wir vermutlich dann die Armee stationieren, während wir die Korps in die Städte bringen. Das wäre dann der Weg. Ich denke, ich werde das erstmal so machen. Wir müssen aber sowohl den Befehlshaber als auch die Truppen hier auf Maximum bringen. Das ist klar, das machen wir als erstes jetzt mal. Das kostet uns ordentlich hier 47. Jawohl. Upgrades sind hier, glaube ich, nicht mehr möglich. Das kostet uns 31 und das kostet uns ebenfalls 47 und dann noch das Hauptquartier, das auf Maximum muss. Das geht nur in mehreren Schritten. Kostet uns erstmal 70. Wow. Wow, 70 ist natürlich eine Menge. Ich bin nämlich am Überlegen, ob ich das noch zurückhalte. Ja, ich denke, weil ich will auf jeden Fall eine Forschung starten, nämlich das weiterentwickelt, nee, Quatsch, die U-Boot-Jagd hier, die kostet 150. Die will ich auf jeden Fall schon mal loslegen damit.
um unsere Chancen dort zu erhöhen. Und die restlichen 60 setzen wir dann erstmal ein. Hier für die Verstärkung sind dann eben erstmal 2 Punkte auf 7. Das Verlegen machen wir später. So, inwieweit wir unsere Flugzeuge verlegen, das müssen wir nochmal sehen. Also die Jagdflugzeuge, die können wir schon hier rüberbringen. Die sind auch relativ schnell wieder zurückzuholen. Da ist die Gefahr eher gering. Naja, das dauert ja hier alles noch ein bisschen. Gut, dann kommen wir zu den Franzosen und diesen ganzen Vorhaben hier, die Maginot-Linie auszutauschen und dort anstatt der Armee die Korps zu stationieren. Ich werde jetzt hier einen Austausch machen, schon mal den ersten. Und dann aber gleichzeitig die Armee noch verstärken. Das ist Gott sei Dank ja möglich. Kostet 37. Dann stehen wir da wieder mit 10. So, das Korps. Jetzt ist die Frage, wir könnten das direkt. Nee, da kämen. Nee, wir kommen, glaube ich, gar nicht hin. Wir geben alle unsere Aktionspunkte aus. Ja, geht leider nicht. Dann können wir das erst im nächsten Zug machen. Ich will nämlich auch die anderen hier austauschen. Ne? Also wir haben noch 2 Armeen hier und eine dort. Das ist jetzt der neue Plan. Das heißt, wir gehen hier schon mal hin, würde ich sagen. Ja, der Austausch ist jetzt natürlich nicht möglich. Das machen wir dann das nächste Mal. Und von Shandong aus ziehen wir auch rüber. Und hier ziehen wir dorthin, genau. Um dann, ah, warte mal, vielleicht können wir jetzt hier schon einen Wechsel machen, wobei, ja, ist ein bisschen riskant, ne? Einen Fünferkorps dann hier reinzustellen. Nicht, dass er sich dann, nicht, dass er es wagt, dann dort anzugreifen. Andererseits, das ist immer noch eine Festung. Wir können mal ganz kurz gucken. Also, immer noch 3 zusätzliche Verteidigungspunkte. Bah. Aber ist mir ein bisschen zu riskant, ehrlich gesagt. Wir machen das jetzt mal nicht. Das machen wir dann erst im nächsten Zug. So. Können wir mit dir noch was machen? Nein. Okay. Ja, wir müssen uns langsam Gedanken machen, wie dann die Linie sein wird. Ob wir hier direkt die Grenze halten. Ich meine, das würde sich anbieten, weil auch das Bergwerk hier hat noch einen Verteidigungsbonus. Verdun und dann hier an der Maas entlang. Ja, und dann, ich würde sagen, wir werden nicht groß nach Belgien einmarschieren. Und dann haben wir hier gewissermaßen 2 Schwachstellen. Man könnte das Ganze auch zurücknehmen, über Rhin gehen und dann hier hoch bis Ypern als erste Linie. Und das ist dann so eine Art Rückfalllinie. Ja, ach, das wird alles super schwierig. Okay, wir werden aber natürlich upgraden jetzt erstmal müssen, beziehungsweise verstärken. Ja, mit 100, wo fangen wir da an? Also die Armeen hier, die müssen alle eigentlich auf Maximum. Kosten 62, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Aber was soll man machen? Auch das Hauptquartier muss auch verstärkt werden. Naja, starten wir mal damit. 62. Ihr seid dann hier auch auf 10. Dann haben wir noch 13 übrig. Und werden diese Armee hier noch zumindest um einen Punkt verstärken. Das war's. Was ich jetzt noch überlegt habe, ist Folgendes. Wir haben hier 2 Einheiten. Zum Beispiel hier das algerische Korps. Ja, die Garnison, die wird wahrscheinlich nicht so entscheidend sein, aber das algerische Korps, das könnten wir hier auch in Italien, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Wir bringen erstmal die Einheit hier nach Nizza. Die Armee, die Alpenarmee, das müssen wir auch alles noch verstärken. Aber ich denke, wir werden die hier auf die Schiffe bringen. Aber das geht, glaube ich, nicht, weil der schwere Kreuzer im Weg ist. Bin am Überlegen, ob ich die hier mal zusammenziehe. So. Und dann, ich glaube, ich bringe sie nach Südfrankreich. Da können wir sie, glaube ich, mehr gebrauchen. Die Frage ist, warum geht das jetzt gerade nicht?
Transport. Was habe ich nicht bedacht? Wir haben hier 5 Supply. Eigentlich müsste das gehen. Warum kann ich die nicht hier aufs Meer bringen? Hallo? Darüber bin ich mir jetzt nicht im Klaren, wo das Problem ist. Wir haben einen Hafen. Ich glaube, Fünferhafen ist Voraussetzung. Wir haben Supply 5. Vielleicht muss es Supply 6 sein. Ich weiß es nicht. Würde das theoretisch in Tunis gehen? Auch nicht. Sehr skurril. Okay. Dann muss das wohl erstmal da bleiben, würde ich sagen. Gut. Was ich mir aber noch überlegt habe, ist, dass wir doch unsere Schlachtschiffe versuchen zu unserer anderen Flotte zu bringen. Ich denke, wir sollten unsere Flotte sammeln. Ich glaube, nichts ist gefährlicher, als isolierte Schlachtschiffe zu haben. Wir kreuzen damit. Und bringen die dann alle hierhin. Möglicherweise auch die Schiffe, das werden wir sehen, beziehungsweise werden uns dann so in Bereitschaft halten hier in diesem Raum, um dann jederzeit relativ flexibel eingreifen zu können. Im Moment lassen wir sie erstmal noch da. Gut, die Sache mit Frankreich. Ach, wisst ihr was, warum das nicht geht? Ich weiß, warum das nicht geht. Weil ich Militärpunkte aufsparen muss. Das kostet was. Das Einschiffen. Ja, natürlich. Aber ich denke, es ist noch nicht zu spät. Wir werden in 2 Zügen drüben sein und können damit hier die Alpenverteidigung dadurch ein bisschen verstärken. Das sollte funktionieren. Wahrscheinlich ist es sogar ganz gut, wenn dieses Korps dann ein bisschen weiter hier nördlich kommt, um irgendwie so ein bisschen so eine Art Linie zu halten. Aber auf jeden Fall brauchen wir auch hier noch die Verstärkung. So, wir sind dann durch mit den Franzosen. Jetzt kommen wir zu den Russen und zu der Frage, wie wir jetzt unseren Ingenieur erstmals einsetzen, beziehungsweise die Pioniere, ich sage mal Ingenieur. Der Plan war ja hier, dass wir eine erste Verteidigung aufsetzen bei Brest-Litowsk. Das war zumindest meine Idee. Auch weil hier die Pripjat-Sümpfe sind und man uns da zumindest auf der Seite schlecht flankieren kann, sodass ich hier eine Art Verteidigungslinie mache zwischen Bialystok und Brest-Litowsk. Okay, das heißt, ich setze ihn mal hier ein und da wird er dann das nächste Mal erste Gräben ziehen und dann noch hier weitergehen. Und das reicht dann auch schon. Dann kann er zurückgehen und ja, vermutlich werden wir den zweiten bei Leningrad einsetzen, dann vielleicht in Moskau bauen oder wir überlegen uns hier, was das wäre auch eine Möglichkeit. Okay, und grundsätzlich ist halt die Frage, wie wir verteidigen werden. Garnisonen stehen jetzt hier vorne. Die Armeen werde ich auf jeden Fall in der Hauptverteidigungslinie lassen. Wir können, glaube ich, schon mal starten und gucken, dass wir Einheiten, die hier weit hinten stehen, dass wir die schon mal langsam in Richtung Front bringen. Jetzt ist die Frage, nehmen wir dort Gewaltmarsch? Oder, ich meine, wir können es auch verlegen, aber das kostet natürlich. Gewaltmarsch kostet Moral. Also im Moment ist keine Eile im Verzug, würde ich sagen. Das heißt, wir können langsam die Einheiten rüberbringen. Ich weiß gar nicht, wo noch welche sind. Schwer zu erkennen. Das hatten wir. Kann man da irgendwie hinzoomen? Ah ja, da oben. Wartet, wartet, wartet. Da oben. Ja, genau. In Woronesch. Ja, ist jetzt ein bisschen mühselig, das alles händisch zu machen. In Moskau, da bleibt allerdings das Moskau-Korps, denke ich, stehen. Gut. Naja, und da machen wir uns dann später Gedanken. Bei den Sowjets ist jetzt entscheidend, dass wir eine Forschung starten mit 139. Infanteriewaffen reicht nicht. Befehlskontrolle, Infanteriekrieg könnte man starten. Jede neue Stufe erhöht die Einheitenmoral von allen Infanterie-Kavallerie-Einheiten um 10%. Ich denke, das machen wir jetzt mal. Damit legen wir hier los. Damit sind wir bei den Sowjets durch. Ich habe bei den Briten noch eine Sache vergessen. Ich werde hier doch nicht
mit dieser Armee irgendwie in Grenzerichtung ziehen, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier massiv unterlegen sein werden, wenn die Italiener erstmal hier in Vorstoß beginnen. Geht es eher darum, hier absolut gut defensiv zu stehen. Wir müssen einfach, hier haben wir gar nicht, wie soll ich sagen, also hier müssen wir Kairo verteidigen, das ist alles. Hier haben wir irgendwie keine riesigen Ambitionen. Aus dem Grund kommst du auch wieder zurück. Und mein Plan ist, von El Alamein bis hier runter irgendwie eine Linie zu machen. Hier haben wir Vertiefungen, die sind unpassierbar. Und die Wüste gibt uns auch ein bisschen Verteidigung. Und hier haben wir den Ruwaisat-Rücken. Auch der gibt ein bisschen Verteidigung und ebenso die Stadt. Wir werden hier sicher noch Einheiten bekommen. Das sollte also funktionieren. So. Okay. Gut, dann wären das die Züge. Ja, mit den Amerikanern. Ne, da schauen wir nochmal auf die Forschung. Denn da bin ich eigentlich scharf darauf, hier die Industrietechnologie zu starten. Kostet uns aber 175. Wir bekommen, glaube ich, so 70 die Runde. Wir haben 169. Ist ärgerlich, aber ich spare jetzt lieber noch eine Runde. Das scheint mir die absolut wichtigste Technologie zu sein, weil das dann skaliert und snowballt gewissermaßen. Also hier müssen wir immer gut was am Laufen haben. Also gebe ich für die Amerikaner noch nichts aus. Und wenn ich mich damit nicht täusche, halt, sind wir durch, aber noch nicht ganz. Weil wir haben ja auch zum Beispiel noch die Kanadier. Und da haben wir einen kanadischen Kreuzer, nee, ein Zerstörer, entschuldigt, auch zur Verfügung, der uns hier helfen kann. Wir ziehen ihn mal hier hin. Und mich wundert, dass wirklich hier noch keine deutschen, ja, U-Boote irgendwie in Sicht sind. Da ist Sturm, das ist nicht so gut, aber er kommt schon damit klar. Die Frage ist, inwieweit wir jetzt hier patrouillieren. Wie man da am besten vorgeht. Ich weiß nicht ganz genau. Läuft eigentlich das hier schon? Das ist auch nochmal wichtig. Kriegen die Deutschen schon aus Norwegen die Produktion dort? Gucken wir uns das mal auf der Karte an. Konvoikarte. Norwegen. Ja, bin mir nicht ganz so sicher. Wir werden das einfach mal prüfen, indem wir unser U-Boot dorthin schicken. Warte mal, wir fahren da ein bisschen anders lang. So und dann so, das müsste reichen. Okay. Und damit müssten wir eigentlich diese Route abfangen, teilweise. Vielleicht provozieren wir ihn dadurch auch und dann können wir mit unserer Navy hier ein bisschen agieren. Ah, wir haben noch vergessen, den wollten wir hier noch reinbringen. Das ist immer wichtig, weil der repariert werden muss. Okay, alles klar. Dann können wir unsere Runde abgeben. Wir schauen mal, halt, da. Wir schauen mal, welche Ereignisse noch so auftreten werden. Die französische Moral wird durch den Fall von Polen geschwächt. Das Deutsche Reich feiert den Sieg über Polen und die Wiedereingliederung von Danzig. Wäre eigentlich schön, das im Vorfeld jetzt erfahren zu haben. Am Ende der Runde, nun gut. Wir haben noch eine Entscheidung. Das britische Außenministerium meldet sich Lord Halifax. Der erste Lord der Admiralität, Winston Churchill, drängt uns, zwei irische Häfen zu besetzen, um der Royal Navy Stützpunkte zu verschaffen, die uns bei unseren Bestrebungen helfen würden, unsere Schiffe vor U-Boot-Angriffen zu schützen. Die Häfen liegen an der Südküste Irlands, wo wir bis zum letzten Jahr im Rahmen des anglo-irischen Vertrags von 1921 Marinestützpunkte hatten. Irland verfügte nicht über ausreichende militärische Mittel, um uns an der Wiederbesetzung der Vertragshäfen zu hindern. Allerdings müssen wir mit entsprechenden politischen Konsequenzen für uns und für die USA rechnen, wenn wir den Plan umsetzen. Auf der anderen Seite würde eine solch gewagte und entschiedene Aktion neben den strategischen Vorteilen auch unsere nationale Moral stärken. Wollen Sie der Royal Navy den Befehl erteilen, die Häfen von Cork und Waterford zu besetzen? Das ist eine ganz spannende Frage gewesen und Churchill hat sich wahnsinnig darüber aufgeregt, dass die britische Marine nicht die irischen Häfen nutzen konnte. Wenn Sie ja sagen, gehen die Häfen von Cork und Waterford in unsere Kontrolle über und wir können sie für unsere Schiffe einsetzen. Allerdings erlangt Irland im Fall eines Kriegseintritts die Kontrolle über die Häfen wieder zurück. Auf der politischen Ebene würde diese Aktion dafür sorgen, dass Irland 10 bis 15% stärker in Richtung der Achsenmächte tendiert. Auch die Tendenz der USA in Richtung der Alliierten würde um 4 bis 6% abnehmen.
Als positiven Effekt dieser Besetzung kann man mit Sicherheit die Erhöhung der britischen nationalen Moral um 1000 Punkte bezeichnen, zumal sich diese Häfen später sicher noch als nützlich erweisen werden. Wartet mal, wir können leider nicht auf die anderen Sachen zugreifen, also um die Häfen hier geht es. Ja, ich bin da sehr unentschieden, aber ich setze einfach mal alles daran, dass wir die USA so schnell wie möglich in den Krieg bekommen. 5-6% sind nicht wenig, denke ich. Insofern sage ich hier lieber nein, wobei die Moral natürlich auch sehr nett wäre, aber ich sage nein. So, es geht weiter mit den Polen. Der polnische Exilministerpräsident meldet sich, Władysław Sikorski. Der Feind mag zwar unser Land besetzt haben, aber unseren Kampfgeist hat er nicht gebrochen. Tausende unserer Soldaten sind in neutrale Länder entkommen und tausende mehr kehren in ihre Heimat zurück, um eine Untergrundarmee zu gründen. Die Frage, die sich uns jetzt stellt, lautet, sollen sich diejenigen unserer Männer, die entkommen konnten, nach England oder nach Frankreich begeben? Unabhängig davon, für welches Land wir uns entscheiden, hoffen wir auf die Erlaubnis der jeweiligen Regierung dafür, dass wir dort unsere eigenen bewaffneten Truppen aufstellen können. So, England oder Frankreich? Wenn Sie ja sagen, werden wir mit Erlaubnis der Briten die Möglichkeit haben, ein polnisches Korps im Vereinten Königreich zu bilden. Sagen Sie hingegen nein, werden die Franzosen ein polnisches Korps in der Nähe von Paris bilden können. Wenn Sie der Meinung sind, dass eine Stärkung der britischen Armee wichtig ist, sollten Sie ja sagen. Erscheint es Ihnen noch wichtiger, dass wir die französischen Chancen gegen eine Invasion verbessern, sagen Sie am besten nein. In Anbetracht der historischen Verbindung zwischen Frankreich und Polen wäre es für die tausenden Polen, die vor dem Ansturm der Nazis fliehen konnten, die natürliche Wahl, sich nach Frankreich zu begeben. Aber das Problem ist, die werden nicht mit voller Stärke kommen. Insofern muss man sie auch wieder verstärken. Die Franzosen haben wenig Produktionspunkte und hinzu kommt, dass sie dann als französische Truppen gelten und mitkapitulieren, meines Wissens, falls es zu Vichy kommt. Insofern will ich sie lieber nach Großbritannien holen. Wir können sie ja über den Kanal bringen und dort einsetzen in Frankreich. Aber wir haben auch die Produktionspunkte dann eher über, um die zu verstärken. Wir sagen also ja, sie sollen nach England. So, die Norweger fordern von den Alliierten, dass sie ihre Hoheitsgewässer respektieren. Ja, dann handelt nichts mit den Deutschen. Ei! Okay. Seht ihr, das wollte ich noch machen. Ich wollte noch die Konvoirouten checken. Und wir haben Fortschritte bei weiterentwickelten Panzerentwicklung gemacht. Richtig, ich wollte noch die Routen abfahren. Aber die Deutschen sind aktiv mit den U-Booten. Hatte mich schon gewundert, warum wir da nichts hören. Fortschritt Industrietechnologie, sehr gut. 11-26%, hervorragend. Dann Produktionstechnologie bei den Sowjets. Haben wir auch Glück gehabt. Und Regen. Und schaut mal, die haben uns 29 Produktionspunkte geklaut. Eieieiei, okay. Es geht also los, der U-Boot-Krieg. Und ich ärgere mich, das habe ich wirklich vergessen. Ich hätte die Zerstörer noch bewegen müssen, um nach U-Booten zu suchen. Naja. So. Das war's also. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich freue mich darauf. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.